Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dwarf Fortress und ihr seht, es sieht anders aus als in den letzten Teilen, denn lustigerweise ist offenbar jetzt das Space Fox Teilset, das ich eigentlich bei der Tutorial-Reihe ja auch verwendet hatte, jetzt auch für die quasi aktuelle Lazy Nupack Version verfügbar. Und ich würde gerne von euch gleich mal vorab wissen, gefällt euch das besser oder das aus den anderen Teilen? Ich persönlich kann mich mit beidem anfreunden. Ich finde halt, hier sehen die Werkbänke ein bisschen schicker aus. Hier zum Beispiel die Distillery, wo wir unseren Alkohol machen. Das sieht alles ein bisschen schöner aus, finde ich. Ich könnte auch noch einen Tick vielleicht reinzoomen. Genau, ansonsten die Tiere erkennt man hier auch. Die Ente zum Beispiel, die Hühner, die Truthähne. Ja, also entscheidet ihr mal. Sagt mir einfach, wie ihr das findet. So würden die Betten hier aussehen. Ich weiß nicht genau, ob hier dieses... Bin mir nicht sicher, dieses Gypsum, ob das hier unbedingt... Ah, Wayne Wall. Okay, ich dachte nämlich, vielleicht fehlt hier was im Texture Pack. Das wäre natürlich nicht so cool. Was haben wir denn hier? Ach, das sind hier Edelsteine. Die sehen halt hier so aus in diesem Texture Pack. Das sind normale Steine. Das ist halt so ein bisschen, sag ich mal, mehr plakativer. Am Ende, wie schon gesagt, entscheidet ihr. Sagt mir, mit was ihr besser zurechtkommt. Ich bleibe erstmal für diese Folge im Space Fox. Das erste, was ich euch gerne zeigen will, ist die Liste. Ich habe alle, die ich in den Kommentaren gefunden habe, noch nachgetragen. Das heißt, jeder Zwerg, der gerne umbenannt werden wollte von euch, den habe ich, glaube ich, jetzt umbenannt. Also BJ ist dabei, Tulak, Makanu, Gumblum, December, Garves. Und dann haben wir noch Herr Wichmann. Marcel wollte nämlich auch unbedingt in dem Spiel auftauchen. Das habe ich jetzt auch gemacht. So. Ihr seht aber, hier sind noch ein paar mehr. Das heißt also, wenn ihr wollt, dass ihr in dem Spiel mitspielt, und das kann alles Mögliche bedeuten, auch einen frühen Tod, dann postet das bitte in die Kommentare direkt darunter. Oder aber ihr kommt in unseren Discord. Der Link ist ganz oben rechts. Discord.me/Conny ist der direkte Einladungslink. Dann können wir auch über das Spiel sprechen. So, in dieser Folge, ich habe es angekündigt, habe ich ein Ziel. Und das kann man, glaube ich, also ich hoffe es zumindest, ziemlich schnell realisieren. Ich möchte nämlich gerne Käse machen. Und genau, Käse machen wir natürlich aus Milch. Und Milch bekommen unsere Zwerge durch verschiedene Tiere. Und ich glaube, dass wir irgendeins davon haben sollten. Animals. Horse, Mule, das Lamm vielleicht auch. Warte, habe ich... Ich dachte, ich hätte... Oh nee, komm, jetzt hör aber auf. Moment, Mule. Horse. Wieso sind denn Pferde... Geben Pferde Milch? Kann man die melken? Lama, Alpaka, Lama? Nee, habe ich alles nicht sonst. Okay. Aber was wir erstmal benötigen ist... Und die anderen Aufgaben, die da noch eben anstehen, die kommen dann on top. Wir benötigen als erstes einen Farmers Workshop. W. Super, den tun wir vielleicht hier unten mit hin in die Nähe von der Farm. Logischerweise, weil hier wird ja, ne, das gut produziert. Ja, Steine brauchen wir dafür. So, dann gucke ich gleich mal im Draw Therapist, den ich nochmal connecten muss. Ob wir überhaupt jemanden haben, der im Farmers Workshop, aber ich denke mal, dass neben diesem Farmer vielleicht... Tja. Wie kann ich denn hier nochmal... Nee. Es gibt ja noch eine andere Ansicht hier. Unter Options, glaube ich. Grid Options, bla bla bla. Grid Colors, Happiness, Grid Options, Text. Ist egal. Lassen wir erstmal weg. Ich nehme auf jeden Fall nochmal jemanden mit rein. Es gibt auch Cheesemaking, genau. Der Käsemacher, der ist auf jeden Fall schon mal da. Der kann auch milken und der kann von mir aus auch die Farmeraufgaben erledigen. Das ist der Herr Wichmann, der das jetzt machen darf. So, dann gucken wir, was passiert. Wichtig ist auch hier oben in der Distille, da wird weiterhin, genau, Alkohol produziert. Muss mal kurz gucken, wo habe ich denn hier meinen... Habe ich hier Alkohol mit drin? Ja, hier habe ich offenbar alles. Sogar Prepared Food. Also alles, was mit Essen zu tun hat, ist hier. Und unser großes Pub wird dann hier entstehen. Okay, gut. Betten haben wir auch genug, zumindest für den Moment. Aber ich habe offenbar noch eins produzieren lassen. Deswegen können wir die ja gerne hier mit hinstellen. Wunderbar.
Sehr gut. Hunter cancels construct building creature occupying site. Zoom to location. Ja, die scheiß Katze ist da. Wieso ist denn die Katze da? Die soll abhauen, Mann. Jetzt ist es suspended. So. Jetzt kommt er doch da bitte hin. Was sind denn diese ganzen Tiere hier? Dogs. So sehen doch keine Hunde aus. Wartet mal. Ich finde auch die Zonen sehen hier halt ein bisschen schicker aus, wenn ich ehrlich bin, als in dem anderen Texture Pack. Aber wie schon gesagt, sagt mir einfach, was euch besser gefällt. Ich guck mal, ob auch wirklich jetzt alles hier irgendwie verteilt ist. Ah, guck mal, wir haben noch eine Uniram. Aber die machen nichts, okay? Also die kann man nicht milken. Okay. Was ist hier los? Waiting needs any workshop farming. Mhm. Aber die Küche ist fertig. Da wird jetzt Fett von den geschlachteten Tieren noch irgendwie extrahiert. Und dazu machen wir aber mal schön Easy Meal. Ich habe das schon in meinen Tutorials erklärt, also der Unterschied zwischen Easy Meal und den anderen, Fine und Lavish, ist eigentlich nur die Anzahl der Zutaten, die reinkommt. Also die Zwerge sind ja dann ja irgendwann mal sehr anspruchsvoll. Ach, guckt an, hier werden jetzt die Eier hingelegt. Damit kann man jetzt schön kochen. Und wenn man dann eben verschiedene Zutaten hat, dann... Moment. Dann ist es halt für die cooler, weil die halt abwechslungsreicher sind. So, Turkey Hen ist alles erlaubt zum Kochen. Ja, können sie auch machen, ist mir egal. Sollen sie machen? Habe ich noch Nestboxes? Habe ich nicht, die mache ich gleich nochmal. Hier oben am Craft Dwarfs Workshop. Da nehmen wir aus Rock Nestboxes, also noch ein paar Legebatterien für die kleinen Viecher. So. Sehr gut. Die Eier werden da verstaut. Das Essen wird zubereitet. Und auch unsere Farm sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Alles schön bewachst. Bepflanzt. Sehr gut. Was machen denn die Käfige, die ich hier oben angebaut habe? Cages. Nicht angebaut, sondern in Auftrag gegeben habe. Weil die Cages, damit mache ich zwei Sachen. Einmal, eine Verteidigung für mein Fort hier, logischerweise. Und ich werde hier überall... Ach, guck einer an. Ich werde hier überall verteilen, um Tiere zu fangen. Ich will ja einen kleinen Zoo machen. Guck an. Der Weaponsmith, der holt hier aktuell... Moment. Inventory, da ist es. Nee, Moment. Ach Mist, wo sehe ich denn, was er denn bei sich hat? Das muss doch über... Er hat jedenfalls einen Fisch, man sieht es ja hier. Er hat einen Fisch geholt. Ist cool, kann man zubereiten auch. Dazu werde ich hier noch eine Werkbank machen. Ich muss das natürlich dann aus Verteidigungsgründen alles ein bisschen weiter unten dann deponieren am Ende des Tages. Weil natürlich sonst der Eingang hier ist, wenn irgendwelche Leute kommen und mich beklauen wollen, zack, hier rein und hier ist mein gesamter Vorrat an Essen und Trinken. Das kann zum vollständigen Super-GAU führen. Aber bisher passt es noch so. Hier, was ist denn beim Butcher eigentlich noch alles drin? Wartet mal. Hufe. Share. Habe ich dafür nicht auch irgendwo eine Lagefläche hier gemacht? Ist das nicht hier? Eigentlich schon, ja. Na gut. Werden sie schon alles machen, wenn sie mal Zeit haben, ne? Das ist, ich will die ja auch nicht stressen. Die haben genug Stress. Hier wird jedenfalls produziert. So, jetzt würde ich mal gucken, ob schon unsere Werkbank... Was ist denn hier mit diesem Getier los? Ja, der Farmers Workshop ist fertig. Nee, ist nicht fertig. Okay. Wir müssen noch ein bisschen warten, uns gedulden. Ein Fisch-Workshop wollte ich noch machen. Eine Fishery ist H. Können wir hier oben hinknallen.
diese Zone, die kann ich eigentlich auch hier rein verlagern allmählich. Wo die sich aufhalten können. Oder zumindest, ich mache noch hier eine zweite Zone, damit die sich ein bisschen bewegen und nicht ständig an einem Feld irgendwie rumeiern. Das ist nämlich auch nervig. Das ist eine Meeting Area. Und fertig. Dann können die nämlich sich noch ein bisschen bewegen. Was sie jetzt tun, zumindest ein paar Hunde. Na gut. Nestboxen sind noch keine gebaut worden, auch das ist in Ordnung. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass diese bescheuerte Sache hier erledigt wird. Was macht denn der Carpenter hat no job? Na, herzlichen Glückwunsch. Cheesemaker, plant seeds. Naja, okay, soll er machen. Und was macht unser eigentlicher Farmer? Wo ist denn unser Farmer? Da gibt, wir haben doch einen Farmer, oder nicht? Hatte ich keinen Farmer mitgenommen, ich Idiot? Moment, ich muss erstmal hier nach Migration Wave sortieren. So, wunderbar, doch. Ja, die wird wahrscheinlich noch kochen. Ach, ich verstehe. Ja, da werden noch die Kochaufgaben mit übernommen. Ich verstehe, ich verstehe. Und das können wir auch ein bisschen hier wieder entschlacken, damit die hier nicht alles, damit die nicht super viele Aufgaben haben. Wunderbar. Was sagt der Bettenstatus? Ja, haben wir auch noch ein paar. Und ich merke ja auch allein daran, dass ich hier zum Beispiel diese ganzen Sachen markiert habe, damit die hier mal weggetragen werden. Da passiert ja gar nichts, ne? Das ist echt auch krass. Das machen die einfach nicht. Das machen die einfach nicht. Also keinen Bock haben oder was auch immer. Müssen sie selber wissen, die Scheißzwerge. Okay. Habe ich hier eine Fishing Zone deklariert? Ah ja, tatsächlich. Hier ist Fishing. Ist ja nicht so schlecht. Wieso sind die denn alle auf einer Stelle? Und fischen alle am gleichen Stück. Das ist doch blödsinnig. Oh, und hier sind auch ein paar Fische mit drin. Was sind das hier für welche? Können wir da irgendwie was sehen? Muss auch mal gucken. Oh, Salmon. Lizard Remains. Na hier, der Wagen ist auch zerlegt worden. Okay, passt aber alles soweit. Wooden Cages und noch ein paar Barrels, weil wir benötigen, wie schon gesagt, sehr viel an Fässern, weil dort Essen und Trinken ja gehortet wird. Und weil ich gerade sehe, dass wir hier jetzt ein bisschen Probleme haben mit Holz. Wir haben nämlich hier kein Holz mehr. Ist natürlich nicht so cool. Chop down trees. Das kann er jetzt mal machen. Wo ist denn unser Holzfäller? Was macht der gerade? Woodcutter. Hat er noch einen anderen Job? So, haulen soll der nicht. Und der Cheesemaker, wo ist er denn? Der soll auch nicht haulen gehen. Das sollen ruhig die anderen machen. Jetzt regnet es draußen, das wird den Zwergen nicht so gefallen. Die Werkbänke werden einfach nicht erledigt. Und die Nestboxen auch nicht. Ich habe, glaube ich, auch einfach zu viele, die hier fischen wollen. Das geht halt leider nicht. Das ist ein Waffenschmied. Der muss ja hier nicht fischen. Ich glaube, es reicht einer, der fischt. Und ich weiß nicht, lass mal gucken. 6,20, dann machen wir den einfach aus. Dann kann der eine hier fischen gehen. Das reicht für den Anfang. Wobei, ich sag mal so, zumindest das Säubern des Fisches kann noch jemand anders mit übernehmen. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. So. Gut, hier wird wenigstens produziert, hier nicht. Stone Detailing. Nehme ich den hier mal wieder raus und den gebe ich auch mal ein bisschen Holz und wahlweise auch ein bisschen Steinbearbeitung. Wunderbar.
Ja, vielleicht kümmert sich da mal langsam jemand drum. Aber ich sehe schon, dass Holz zumindest jetzt hier gefällt wurde. Der Holzfäller, sehr gut. Jetzt, wo er nichts mehr haulen muss, passt das eigentlich alles super gut. Jetzt warte ich nur darauf, dass eben hier mal diese beiden Werkbänke entstehen. Weil eigentlich wollte ich ja jetzt in dieser Folge unbedingt Käse machen. Ja, vielleicht muss ich einfach mal temporär so ein paar mehr Leuten Farming einhauen, ne? Vielleicht hilft das ja was. Die gesamte neue Migrantenwelle muss jetzt oder darf jetzt farmen. Ah, da kommt doch schon ein. Oh, der trägt einen Stein. Das dauert alles ein bisschen. Das mache ich vielleicht auch nochmal. Wheelbarrows, also so Schubkarren. Genau, damit kann man nämlich ein bisschen schneller die Steine von A nach B transportieren. Und guckt einer an. Farmers Workshop ist fertig. So. Milk Animal. Macht er das jetzt automatisch? Ja, es ist active. Es ist active. Milk Animal. Herr Wichmann, Sie erfüllen Ihre Aufgabe. Sehr gut. Go to Unit. Follow. Jetzt gucken wir zu, wie der Herr Wichmann hier einen Eimer holt. Und da macht es beim... Ach Gottchen, jetzt muss das arme Tier hier in den Workshop. Dann hätte ich den Workshop vielleicht draußen gebaut. Was heißt denn hier Cheesemaker No Job? Was machst du denn jetzt, Herr Wichmann? Plant Seeds. Ja, will der mich verarschen? Haben wir denn jetzt Milch? Tower Cap Bucket. View? Sheep's Milk? Da ist Schafsmilch drin. Und wir machen unseren Käse aus Schafsmilch. So, passt mal auf. Das ist ja perfekt, Herr Wichmann. Das hat ja super geklappt. Da freue ich mich ja sehr. Make Cheese. Ja, dann machen Sie mal. Ist noch nicht aktiv. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Wir können auch einfach auf den Marcel gehen, auf den Herrn Wichmann, Cheesemaker. Und das nochmal so machen, go to unit und follow. Und dann schauen wir uns einfach an, was der macht. Wo ist er denn? Ach da. Make Cheese? Jetzt geht er in den Farmers Workshop und er macht Käse. Das war's schon? Moment. Jetzt muss aber der Käse hier drin sein. Wir haben Schafskäse. Wir haben herrlichen Feta. Aus Schafsmilch. Ich habe Feta gemacht. Also, Herr Wichmann hat Feta gemacht. Ein besseres Ende kann diese Folge nicht mehr nehmen. Wir können mal gucken, ob es da irgendwelche Informationen gibt. Raw and cooked. Ja, Temperatur und so weiter. 25 Uhr ist alles gut. Ein gelber Käse. Genial. Wir haben Käse gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen da, wenn ihr einen Zwerg umbenennen wollt in euren Namen. Gerne in die Kommentare, guckt bei uns im Discord vorbei, der Link ist ganz oben, discord.me/conny. Und wenn ihr meinen Kanal weiterhin unterstützen wollt und verfolgen wollt, bei Twitter, bei Facebook, bei Patreon, findet ihr mich. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.